Stimme wurzelt. Wenigstens etwas hier. Viel Spaß. Hast du nicht gesehen, oder? So. Könnte dann nicht ein Haki als erstes umbringen? Sollen das? Trick. Ja, okay, das ist ein bekannter Ort für Haki, ja. Also, keine Ahnung, ich bin da reingekommen, hab niemanden rausgehen sehen, wahrscheinlich ist er gewendet zum Medbay oder so, also falls ihr da jemanden gesehen haben solltet. Ich hab Haki gesehen. Du hast Haki gesehen, im Electric vermutlich. Er kam aus Electric raus. Also, er ist ja in Electric tot drin. Vanessa, warst du gerade bei mir über Admin? Ja, pass auf, du hast mich doch bei den Kameras rauslaufen sehen, richtig? Rot. Ja, ich hab blau, glaube ich, gesehen, ja. Kann sein, ja. Ich bin zwar vorne, aber okay. Also ich bin ja noch unten weg von den Kameras und da bin ich Haki noch am Ausgang der Dings entgegengekommen. Außer jemand hat sich als Haki verwandelt. Wir spielen mit wie vielen Mods? Ja, wir spielen auch mit der Morphling. Also entweder er ist erst später unten links irgendwo gestorben, ich weiß nicht, wo die Leiche liegt, oder jemand hat sich farblich gemacht und ist nach unten links gelaufen. Okay, dann habe ich ganz kurz... Olli, wann bist du denn raus aus dem Security? Wie lange ist das her? Ich bin mittlerweile schon unten bei Shields gewesen. Das ist schon eine ganze Weile her. Aber also, als ich nach Security reingegangen bin, ist jemand rausgekommen. Das ist richtig. Ich habe die Farbe nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß. Ich bin dann nach unten durch und bin an Elektrik vorbei. Da kam er mir quasi halt unten nicht entgegen. Deswegen. Ich habe ganz kurz eine Frage an Haki. Rot. Ah, okay. Perry, du hast gerade gesagt, du warst in Admin. Mit wem? Ich habe mir den Namen oder Farbe nicht gemerkt. Aber wie lange bist du schon im Admin? Ich bin da rein, dann ist jemand rausgegangen, da war ich vielleicht 10 Sekunden an den Kameras und dann bin ich jetzt rüber nach links und habe gemerkt, ups, da hast du gar keine Quest. Okay. Weil ich habe dich dort nicht gesehen. Die einzigen, die ich gesehen habe, sind weiß und blau. Weiß ich nicht, vor 15 Sekunden bin Hallo. Ich da weg. Ja, da bin ich blau. Ja, da sind wir dann nämlich gerade erst weg. Evoli ist lying, warum? Keine Ahnung. Einfach so, ne? Also ich möchte noch mal darauf hinweisen, was ein ganz guter Tipp ist. Falls jetzt jemanden auf der linken Seite unten gesehen hat, dann würde das wahrscheinlich ein Trader gewesen sein, der sich verwandelt hatte. Deswegen also das Problem ist, wir haben wieder einige nicht abgefragt. Na, Kira und Regina haben zum Beispiel gar nichts gesagt. Die Assis. Hallo zusammen. Ich möchte erstmal ganz kurz noch was sagen, bevor wir jetzt loslegen mit aufeinander schießen. Der liebe Thomas ist Safe Call kein Imposter. Weil Medbay hat mir gesagt, hier warten auf weiter. Das machen wir übrigens nicht, hätte ich dir jetzt auch gesagt. Ja. Okay, wusste ich nicht. Ja, theoretisch Jetzt hast du euch beide zum Abschluss freigegeben. Ja, theoretisch hätte er mich auch anders klären können. Ist aber auch egal. Ich habe Vanessa gefunden und nicht Roh. Wo denn? Also, wo denn? Wo seid ihr? Ich bin im Reaktor, du warst da vorhin auch noch. Ja? Der Rest? Electrical?
Ich glaube, da, wo man das Schiff steuert. Ich bin gerade am Downloaden. Ja, einer steht vorm Cockpit direkt. Ja, das bin ich. Okay, ich bin gerade an was vorbei. Okay, dann ist folgende Situation. Ich stand nämlich, also bevor ich reportet habe, habe ich nämlich noch aufs Admin-Table geguckt. Es war eine Person in Weapons, es war eine Person in NAV. Electric kann sein, weiß ich nicht. Und Regina im Dingens. Reaktor. Es ist sehr wahrscheinlich, weil die Person ist nicht rausgelaufen, dass es vermutlich einen Morphling gibt. Es ist aber auch genauso wahrscheinlich, dass Olli den Kill gerade im Admin gemacht hat und dann rüber gewendet ist nach NAV. Das kann sein. Und da wir voten müssen, ist er momentan meine Hauptperson. Was bringt eigentlich dieses Knoblauch? Dann, wenn wir mit einem Vampir spielen, dann kannst du in dieser Knoblauchzone nicht gebissen werden. Ah. Und stirbst 10 Sekunden später. Also jeder hat auch einen Knoblauch, ne? Ja. Ja. Das heißt nicht, dass es einen Vampir gibt. Mhm. Habe ich jetzt nicht gegattert, aber also das mit dem Knoblauch, aber vielleicht, wenn die Rolle da ist. Also wir müssen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe halt den Kollegen beim Cockpit gesehen, aber. Ich hab geskippt. Also ich habe Olli gewotet, weil Olli für mich der am naheliegendste Vote ist an der Stelle. Also ja, skippen können wir nicht. Ich habe jetzt auch nicht gewotet, aber skippen ist falsch. Ja. Weil es werden 3 Imposter da sein. Hi. Ja, ich wusste es, wir haben Kira nicht gefragt. Kira war nämlich ganz Zeit so ruhig. Mhm. Hi! Ja. Du. Hallo! Schönen guten Tag, liebe Leute. Ich habe gerade den Jakob gefunden in Electrics. Da, wo man die Stromkabel verbindet. Du bist so süß als Baby. Ja, voll niedlich. Thomas als Baby niedlich. Ich bin auf Expedition. Also den Olli habe ich das letzte Mal in O2 gesehen. Da hat der Trash gemacht. Ich war da bei ihm. Ja, also ich habe ganz viele auf der rechten Seite gesehen. Sei sehr ehrlich, bist du ein böses Baby oder ein gutes Baby? Nein. Also ich stand am Admin, hatte auch mehr Informationen, scheiße, das sollte ich eigentlich nicht gesagt haben, aber es standen ganz, ganz viele rechts und ja. Es waren halt eben dementsprechend wenige nur links. Also willst du die Farben aufzählen? Wenn Jirina sagt, sie war mit Evoli zusammen im O2. Viper war da auch. Evoli. Kann ich bestätigen, als erstes weggegangen. Kann das hell. Ja, es kommt hin. Olli müsste als erstes weggegangen sein, ja. Richtig? Nee, ja. Viper. Ja, ich bin zuerst weggegangen, aber es ist nicht schlimm. Haki ja, war also auch bei uns auf der Seite. Auf jeden Fall. Ich war auch dort. Hoch, nachdem das untere gefixt war. Das ja. War nicht ich. Ich habe es nur gesehen, wie da schon 2 Stunden. Das war blau und orange. Aber. Kiriana blieb hier offensichtlich in Admin, deswegen. Ja. Und sie kann die Farben. Wir wissen ja, was sie ist, glaube ich. Rot war übrigens auch noch unten. Also, ich glaube, es war rot. Du hast das kleine Mädchen hinter dir, richtig? Ja, hat er. Ja, ja. Der war unten rechts. Nicht ganz frisch. Oder irgendwie Richtung Shields. Ich glaube aber eher Richtung Koms. Das Ding ist halt, die Frage ist, wie lange die Leiche. Im Electrical. Wie lange die Leiche da schon liegt. Ja. Ich war doch auch bei euch auf der rechten Seite. Hallo. Kira war bei uns, die steht immer noch O2, ja. Ach so, okay. Weil entweder haben wir ein böses Kind gerade da und der ist bis ins Electrical gerade rein und hat da. Der stand nicht komplett troll. Er war rechts. Wer war denn nicht rechts? Ich sage dir, ja, dann wahrscheinlich Firejumper, ne? Ich unter anderem nicht rechts. Ich skipp ja. Erstmal, aber ich skipp auch. Schon mal guter Sass. So, Julian, schon mal guter Sass, ohne zu skippen. Ja, ohne zu skippen, ohne zu voten. So. Was? So, dann bist der, der am gefährlichsten lebt, weil du warst am nächsten dran. Okay. Und Perry in Rot.
Kira, wo bist du? Medbay. Wieso? Ist dir was aufgefallen, als du vom Reaktor weggelaufen bist? Nein. Hast du irgendwo reingeguckt und irgendwen anders gesehen? Nein. Ich habe nur Evelyn gesehen. Oben in Medbay auch. Der kam mir da gerade entgegen. In welche Richtung ist der gelaufen? Weiß ich nicht. Hab's nicht gesehen. Ich hab ihn nur rauskommen sehen. Ich habe nicht darauf geachtet. Und ich Evelyn, in welche Richtung bist du denn gelaufen? Ich hab nur mein Reagenzglas angeklickt und bin wieder zurück in Cafeteria. Wo ist denn die Leiche bei der Evo, die war vorher in Electric mit mir zusammen? Auf der Kreuzung vom Reaktor. Da war ich die ganze Runde da nicht. Da war der nicht. Mm-mm. Der ist wirklich rechts. Possible möglich, wenn von Electrical zur Chems wegschnetzeln in den Wendt wieder rein. Der ist rausgelaufen unten aus Electrical. Okay. Das habe ich gesehen. Ja, dann ist Kira am nächsten dran. Wo ist Julian? Ich bin gerade aus Navigation raus. Kann das wer bestätigen? Ich habe eine Quest Storage. Also er ist auf jeden Fall auf der rechten Seite. Okay. Und ich bin gerade mit Haki. Wo ist Perry? Ich bin im Electrical. Viper war auch da. Ich bin gerade mit Haki zusammen aus Electrical rausgelaufen und wir sind zusammen hoch und haben die Leiche auch zusammen gefunden. Aber wo kommst du her vom Electrical? Also wo warst Haki du vor dem Electrical, Perry? Bitte? Wo warst du vor dem Electrical? Ich war vorher an dem, was ist das da unten rechts, die... Weil ich bin hier nicht begegnet. Crash. Ich bin hier nicht begegnet und ich bin aus dem Electrical raus und nach rechts in Storage. Und ich habe dich nicht in Storage gesehen. Und ich habe dich nicht im Electrical gesehen. Es kommt mir vor, als wärst du gewendet. Nee. Electrical rein. Beim Storage, hab den Garlic an den Benzinkanister gesetzt, hab das gemacht, bin dann an Electrical vorbeigelaufen und wieder rein, als ich gesehen habe, dass der eine rausging und auch das Kind drin war. Dann bin ich dann, hab da mal drei Quests gemacht. Tasks. Fast fertig. Okay, harter Vote. Bitte? Okay. Olli? Ja, war irgendwie ziemlich lange nichts passiert, oder? Ja, das ist richtig. Fand ich ein bisschen boring. Komisch, Kira stand einmal unten links irgendwie 30 Sekunden lang rum. Dann bin ich weggerannt, als du dann doch dich wieder bewegt hast. Ich hab gedownloadet, uploaded. Ah, okay, alles klar. Ja. Und Viper, hast du das Rennen heute gesehen? Also, das Rennen heute gesehen? Ah, ja. Alles gut. Nee, jetzt machen wir das ganz einfach. Ihr votet mich raus. Ne? Oh. Ja, bitte? Jester-Player oder was? Nein, ich bin Imposter. Votet mich raus. Klar. Ja. Süß, Kira. Okay, soll ich mal sagen, wir skippen, wir haben ja eh nicht viele Tasks, aber ich rieche den Braten und ich würde sie voten, tatsächlich, wenn es normal laufen würde, weil ich glaube, es ist ein doppeltes Mindgame, sie ist nämlich im Pass. Ich will nicht den Task gehen. Ich habe eine Idee. Alles gut. Warum kann ich jetzt nicht mehr swappen? Eraser. Swappen? Da hat dir jemand deine Rolle geklaut. Ja, schon. Ja. Was? Dann haben wir einen Eraser. Weißt du, ich warte extra mit dem Swap, dass ich irgendwann mal einen... wie ist das, wenn ich... Das kannst du jede Runde machen, ne? Swap. Ja, wir hatten ja bisher nur eine Vote-Runde und deswegen habe ich jetzt gedrückt, damit ich es überhaupt noch nutzen kann. Ach, deshalb. Wie wäre das, wenn ich einen Imposter voten würde? Würde der raus sein oder würde ich raus sein? Wenn du nicht swapst, dann passiert gar nichts. Dann ist normal, dass du den willst. Swap ist ja nur, dass du zwischen zwei...
ja, zwei Figürchen, die Plätze tauschst. Achso, der ist das. Ah. Ja, ja, ja. Yep. Es gibt noch den Major, den Major, der kann zwei Votes. Okay, ich war die ganze abgeben. Zeit bei dem anderen, der einem die Rolle klaut, so war ich. Nein, das ist so, okay, hatte den. Ja, nee, dann ist natürlich. Also ich call Kira. Oh. Ja, aber dann wisst ihr wenigstens, warum ich gedrückt habe. Also ich habe gerade Thomas in der Lower Engine gefunden. Und der Po-Bro hat bis gerade noch gelebt, also waren die wahrscheinlich ein Lover-Couple. Also Po-Bro war unten im Storage, ich bin in Securities, weil ich meine Tasks fertig habe und habe halt beobachtet, was da abgeht. Und der Po-Bro war mit Julian im Dings hier, im Storage. Und wo hast du Viper gefunden? Da hat er noch gelebt gehabt. Genau. Ich habe Viper in der Lower Engine gefunden. Ja, ich vermute mal, dass Pobro und Viper halt ein Lover-Couple sind und deswegen jetzt beide tot sind. Ist gerade Admin reingelaufen. Aber ich habe nicht mal mehr gesehen, wie er umgefallen ist. Hast du direkt reported gerade? Pobro lebte gerade noch, kurz bevor der Button aufging. Was hast du gewotet? Mich selber. Wer hat denn noch Tasks? Ich habe wahrscheinlich Viper, der ist immer so einer, der wir keinen Dingstens will. Da würde ich dich auch noch mal bitten, das fertig zu machen, Viper. Ich stehe die ganze Zeit nur rum und warte. Wir haben ja noch zwei Killer jetzt übrig wahrscheinlich, weil wir haben noch keinen rausgewählt. Wer ist denn für euch? Also ich bin eigentlich, da ganz schlecht, ehrlich, wir könnten theoretisch einfach swappen, weil er ist ein Geist, er kann die easy fertig machen, die Task, so. Ja, was ist aber, wenn einer von uns stirbt, dann sind immer noch zwei übrig. Die Viper ist ein Geist, er schafft es in 30 Sekunden easy die Task zu machen, bevor irgendeiner den Kill-Count abpasst. Es hängt halt davon ab, dass Viper das noch fertig macht. Bevor wir einen Crewmate rauswählen. Eben. Das wäre der safeste Play. Wieso war eigentlich Haki gerade Sass? War ich? Ich kriege die ganze Zeit Imposter-Vote. Ja, warum? Weil ich ein Crewmate bin. Keine Ahnung. Ich dachte, du wählst dich, Kira. Hab mich auch gewählt. Nein, du hast gar keine Stimme. Lina, komm mit. Du Schlingel. Danke. Kira, wenn du sowas nochmal machst, dann waren wir das längste Zeit befreundet. Vor allem sowas Hinterlistiges. Was war denn los? Oliver Engel hatte Viper alle Tasks. Komm, ist auch noch da. Ich hätte sie erschossen, hätte sie mich gekillt worden. Ich hab sie gerochen. Und ich gebe auch noch das Play, was sie versucht zu spielen, call ich noch. Und dann läuft sie mir hinterher und kennt mich. Das ist halt so mies, dass wir Lover-Couple sind. Ja, weil du es gesagt hast. Das ist genau dich, der called. Ich war aber kein Lover-Couple, ich war Kim. Ach so. Voll.